So, naja, das hatte ich nun gesagt. Ich überlege immer, ob ich nicht, dass ich was vergesse. Und zum Schluss habe ich die Suppe ein bisschen mit frischer Petersilie garniert. Also so klein geräbelt. Ist auch tiefgefroren, aber eben frische Petersilie. Also frisch eingefroren. Frisch eingefroren, ja. Ja, da haben wir 2 Tage von gegessen, aber wunderbar. Eine wunderbare Suppe ist das. Kann ich euch nur ans Herz legen. Was ist denn das? Ich sehe immer irgendwie was flattern. Nee, ich habe keine Wahnvorstellung. Ich habe so ein bisschen Respekt vor Flatterviechern. Kennt ihr Schnaken? Furchtbar. Also sind ja auch Lebewesen. Ich tu denen ja auch nichts. Aber das sind die Dinger, die aussehen wie große Mücken. Schon als Kind. Ein Theater mit den Schnaken, sage ich euch, ja. Furchtbar. Meine Großmutter, die wohnte in Schwarzenberg. Das ist da Melsungen, ja. Kennt vielleicht jemand von euch. Und da hatten die ein altes Haus. Richtig noch aus Lehm gebaut, ursprungs. Und wenn wir abends im Wohnzimmer saßen, auf dem Land, das ist ja richtig auf dem Land, ist das ja. Du, die ganze Decke war voller Schnaken. Die haben da alle unter der Decke getanzt. Und ich mit meiner Angst vor Schnaken, ja. Och, ein Theater war das. Und das war nur Stress. Dann wurde die eine Schnake rausgesetzt, war die nächste da. Furchtbar ist das. Und dann tanzen die da immer vor dir rum und stürzen ab und brummen. Die brummen so, wenn die sich in der Gardine verfangen. Schnaken. Für mich war das nie eine große Mücke, für mich waren das fliegende Weberknechte. Ganz ehrlich, ja. Furchtbar war das. Ach, furchtbar war das. Mann, Mann, Mann. Ich habe auch so meine Ticks und, ja.